Neugierig stecken sie die Köpfe zusammen. Die neuesten Tablets frisch vom Band, das wollen sie sich hier nicht entgehen lassen. Samyong heißt eines der Produkte, Nordkoreas Version des iPads, zumindest was das Aussehen angeht. Auf diesem Tablet finden unsere Kunden viele Anwendungen, Literatur etwa, die in Nordkorea beliebt ist. Außerdem auch Bücher und Nachschlagewerke, die beim Studieren helfen. Am meisten mögen die Leute aber, dass man damit fernsehen kann. Modern, ein bisschen verrückt, so wollen sich die Hersteller präsentieren, hier auf der internationalen Handelsmesse in Pyongyang. Es ist ein seltener Einblick in Nordkoreas Technologie- und Elektronikwelt, die sich vor allem um sich selbst dreht, in einem Land, in dem die Staatsmacht ihrem Volk keinen Zugang zum Internet gewährt. Das Besondere an unserem Tablet ist, dass man sich damit per Kabel, WLAN oder Modem zumindest in unser nordkoreanisches Intranet einwählen kann. Oder auch in ein Unternehmensnetzwerk. So kann man es auch für Arbeitszwecke nutzen. Ulim, übersetzt Echo, heißt dieses Produkt, verfügbar als 7- oder 10-Zoll-Version. Kostenpunkt umgerechnet 120 US-Dollar. Leisten können sich das in Nordkorea nur die allerwenigsten.